Hallöchen, liebe Barbostis und Barbostina. Es ist mal wieder soweit. Hier bin ich, euer Jabo 227. Ein ganz normaler Typ, der einfach Bock auf Videos hat, Leute. Danke euch. Ja. Heute ist mal wieder Product Placement Sonntag. Kann man sehen, wie man möchte. Es ist alles unbezahlt. Deswegen ist es. Stelle ich einfach nur das Produkt vor, weil ich es wie immer einfach nur geil finde. Leute, zieht es euch rein. So Leute, wie ihr euch schon denken könnt, ist der Schuh da. Und zwar gibt es heute für mich den Jordan Max Aura. Und ich finde das hier immer so toll, dass die Nummer 23 hier immer schön auf diesem Schuhpapier immer die 23 steht. Einfach mega. Finde ich richtig toll, ehrlich. Ungelogen, finde ich richtig toll. Leute. Das ist er. Der Jordan Max Aura. Das ist doch Sexiness pur. Ach, wie das schon da steht. Diese Eleganz. Einfach nur. Wow. Der gefällt mir total. Leider habe ich nicht so viel zu der Geschichte des Max Aura gefunden. Gucken wir uns den Schuh doch mal an. Also, wir brauchen ja erstmal nur einen Schuh. Also, stehe ich mal vorne. Der Schuh. Ne, also, wir sehen hier vorne ein Luftpolsterbett bzw. ein Luftpolsterkissen für die Hacke, was eigentlich mega cool ist und das eben halt noch ein bisschen besser federt. Dann haben wir natürlich hier eine rutschfeste Sohle, schön gerippt. Wir müssen halt immer sagen, dass solche Schuhe wie jetzt der Jordan oder der Access, den ich schon vorgestellt habe, oder eher ausgelegt ist, um Basketball zu spielen. Also in einer Halle eventuell sein Bestmögliches zu geben. Natürlich spielt man, kann man auch sagen, ja, ich kann auch draußen spielen. Naja, kannst du auch draußen spielen. Hat wahrscheinlich genau denselben Grip und denselben Effekt. Behaupte ich einfach mal. Überall haben wir das ganz berühmte Slam Dunk, wenn er sich so nennt, ist er ja ganz berühmt gewesen. Sonst sehen wir hier wirklich ein gut verarbeitetes Material von Leder, Kunststoff. Ich bin mir da nie immer so ganz sicher. Ich glaube, dass das Leder ist. Was ich ganz cool finde, wiederum, ja, sind hier die Schnürungen bzw. der Aufbau der Schnürsenkel. Ja, ich glaube, die werden auch Laces genannt. Das finde ich mega cool und mega interessant, weil es ist halt nicht so ganz normal einfach aufgebaut. Guckt euch mal das genau an. Ne, das ist halt quasi nicht im Material verarbeitet wie in den meisten Schuhen, ja, sondern du hast ja jeweils immer so ein Kunststoffmaterial, was nach außen steht
um die Laces, um die Schnürsenkel zu verbinden. Dann hast du separat nochmal ein Gummiband quasi, falls dein Schuh irgendwie, falls die Schuhzunge rausdrückt und du den Schuh nicht geschnürt hast, als Beispiel, du immer noch die Gummibänder hier hast, die deine Zunge drinnen lassen. Und sonst hast du hier hinten eben halt ein Kunststoffmaterial, das was hier so glänzt, ne? Was ganz cool ist, in der Hacke, mega. So, liebe Leute, mal wieder habe ich meine schönen Adiletten an. Ich habe auch mega coole Socken gefunden. Und zwar sind das die Socken von Stance, was ich sehr empfehlen kann. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Den Link zu den Socken packe ich auch gerne nach unten in den Kommentaren. Leute, Killer! Machen wir hier die Adiletten weg. Pah! Digga! Digga! Guckt euch mal. Alter. Er ist einfach mega bequem. Er fühlt sich mega gut an. Und er ist einfach... Also man stellt sich den vielleicht also leicht klobig vor, aber ist der gar nicht. Der fühlt sich auch nicht übertrieben schwer an oder so, sondern so, man merkt ihn leicht, aber er ist, also der, ich habe auch das Gefühl, dass er das Abrollen total unterstützt, also total. Es wäre quasi so eine kleine Kurve mit dem Schuh, dass du deinen Schuh, deinen Fuß vernünftig abrollst. Der ist unglaublich. Das ist echt krass. Wow. Voll bequem. Ehrlich, ich bin voll überzeugt von dem Schuh. Also ich muss wirklich sagen, bislang habe ich wirklich alle immer nur geile Schuhe gekauft. Der Schuh kostet regulär 120 Euro, was ich meiner Meinung nach was meiner Meinung nach wirklich ein fairer Preis ist. Er ist nicht zu krass überteuert. Er für das Gefühl, was ich jetzt gerade am Fuß habe, ist das, glaube ich, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, auch vom Material, welches verarbeitet wurde und wie das Material verarbeitet wurde, ist es, glaube ich, echt in Ordnung. Ich habe aber dennoch, weil ich bin ja der Jabo 227 und ich kaufe natürlich Schuhe so günstig wie möglich und ich habe für den Schuh 65 Euro bezahlt, weil er mal wieder im Sale war und ich hatte Glück und habe mir deswegen den Schuh auch direkt bestellt, weil ich ihn für so günstig gefunden habe und so günstig kriege ich den nie wieder und da habe ich gedacht, komm, gönne ich mir den mal. Ne? Wir wollen ja doch nicht so sein. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich abheben möchte mit dem Schuh, weil der ist echt geil. So, liebe Barbostis und Barbostinas, ihr habt jetzt den unfassbar geilen Max Aura aus der Jordan-Familie kennengelernt und es ist wirklich ein super bequemer Schuh und ich kann ihn wirklich nur sehr empfehlen. Deswegen, den Link zu dem Schuh findet ihr unten in der Videobeschreibung. Was bleibt mir mehr, außer mich zu bedanken, Leute? Ich danke euch, dass ihr euch mein Video angeguckt habt. Hinterlasst gerne einen Kommentar, liked gerne mein Video und nicht vergessen, einschalten beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hier ist euer Jabo 227, ein ganz normaler Typ, der Bock auf Videos hat, Leute.